Ja, die Russin hat eine super Serie hingelegt. Eine haben wir jetzt mal ganz bewusst rausgelassen. Helena Jonsson. Überrascht dich das, dass sie jetzt sozusagen das Erbe antritt von Anna-Karin Olofsson-Zidek? Ja, die Schwedinnen haben natürlich schon für viele, viele Jahre sehr erfolgreich gearbeitet und sind mit dem Männerbereich wirklich dann auch gewachsen. Und na klar, sie hat also diese Saison sehr viel gezeigt und sie hat letzte Saison ja auch schon Akzente gesetzt, aber sie hat sich dieses Jahr wirklich sehr, sehr nach vorne gearbeitet. Und erstaunlich ist, dass sie auch vom Leistungsdruck oder auch vom Schießdruck damit klarkommt, dass sie auch wirklich sehr super und weiter gut schießt. Ja, gestern haben wir sie schon mal kurz im Interview gehabt bei Martin Schneider, aber natürlich wollen wir ein bisschen mehr von ihr hören und in Deutsch kann sie schon sehr schön Ja und Nein sagen und so ein paar kleine Sätze. Aber ich glaube, sicherer hat sie sich dann doch gefühlt im ausführlichen Interview in Englisch mit Martin Hüsener. Sie ist eine der sympathischsten Biathletinnen. Helena Jonsson, 24 Jahre, aus Östersund. Ich bin eigentlich ein sehr besonnener Mensch. So schnell stresst mich nichts. Ich mag es gerne, wenn ich die Dinge organisieren kann. Einfach drauf los, das ist nichts für mich. Am liebsten würde ich mein ganzes Leben genau planen. Dass sie diese Saison quasi Dauergast auf dem Podium ist, war aber nicht geplant. 9-mal war Helena Jonsson auf dem Podest, 4-mal ganz oben. Eine kleine Überraschung für die treffsichere Schwedin. Vor allem bei der WM konnte sie sich vor Fragen kaum retten. Sie, deren Saisonziel eigentlich nur Top 8 im Gesamtweltcup war, wurde Weltmeisterin in der Verfolgung. Ich hatte gar keine großen Erwartungen vor dem Rennen, weil die Verfolgung eigentlich meine schwächste Disziplin ist. Aber auf einmal habe ich gewonnen. Das war fantastisch. Selbstverständlich ist auch Schwedens Trainer Wolfgang Pichler begeistert von den Leistungen seiner stärksten Athletin. Gelb steht Helena Jonsson gut, findet auch sie selbst. Und je mehr sich die Saison dem Ende zuneigt, desto öfter rechnet sie auch schon mal vorsichtig. Wie viele Punkte brauche ich denn noch, damit Kathi Wilhelm mir das Trikot nicht noch abnimmt? Gleich der Massenstart, für den sie sich einiges ausrechnet. Meine Lieblingsdisziplin ist eigentlich das Einzel. Da kannst du dich nur auf dich selbst konzentrieren und das Schießen ist extrem wichtig. Aber im Massenstart war ich in diesem Winter jedes Mal auf dem Podium. Also gefällt der mir auch sehr gut. Helena Jonsson, eine selbstbewusste, sympathische Frau, die ihren Erfolg offensichtlich sehr genießt.